Freundschaft. Was ist denn nun Freundschaft? Etwas, was nur ein Freund schafft? Oder kann es sie nur geben, wenn alle nach Austausch im Geben und Nehmen streben? Oder ist sie meist nur Gerede, endet sowieso in einer Fehde? Oder ist sie das vertraute Feld, wo jeder zu dem anderen hält? Oder ist sie erst dann wirklich gegeben, wenn man sich kennt ein ganzes Leben? Wenn man sich zu keiner Zeit aus den Augen hat verloren, auch wenn es an die Nieren ging, da war mit Herz und Ohren. Oder ist sie eine Form der Liebe, ohne Beteiligung der Triebe? Oder ist sie, wenn dich jemand ganz genau kennt und sich dennoch nicht von dir trennt? Oder ist sie ein unerklärliches Mysterium, das uns immer wieder führt zu höchstem Tun? Oder ist sie, wenn man nicht nur dann und wann, jederzeit ohne Folgen alles sagen und fragen kann? Oder ist sie etwas, was es nur unter den Menschen gibt, weil man sich bei den Tieren nur der Triebe wegen liebt? Oder ist es auch Tieren gegeben, echte Freundschaft zu leben? Da ist doch dieser Hund Hachiko, am Bahnhof Shibuya in Tokio, der sein Herrchen jeden Abend vom Bahnhof abholte und auch als das Herrchen verstorben kam, bis er selbst verkohlte. So dass man ihm ein Denkmal setzte für den Freund, der alles gibt, auch das Letzte. So mag Freundschaft die Summe von Treue, Verlässlichkeit und Liebe sein. Man kann sie nicht beschreiben, nur leben. Mehr fällt mir dazu nicht ein. Ich habe einen Freund. Hast du auch einen?